Moin zusammen, ich bin's wieder, der Harm. Ja, und ja, ich habe hier gerade einen Abfahrer ans Pressen gekriegt. Dann haben wir den auch am Arbeiten. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Felder am Arbeiten. Was ja äußerst praktisch ist. Und ich möchte jetzt... ich möchte jetzt mal wieder hier zum Hof, glaube ich. Ja, genau. Ich fahre jetzt oder möchte jetzt den Silagekurs einfahren für Feld 116. Oh, Tempomat, damit es ein bisschen schneller geht. Dann haben wir die, jagen wir den gleich hinterher, dann kann der nämlich Silage fahren. Oder ich lasse ihn mit zwei Zugmaschinen Silage fahren, dann geht es schneller. Das weiß ich nicht. Ja, hier, das ist mein gescheitertes Abschleppketten-Experiment. Oh, das regt mich immer noch auf, dass das nicht funktioniert hat. Das ärgert mich. Aber das holen wir nach. Das probiere ich nochmal aus, irgendwann, wenn ich Zeit habe. Im Moment habe ich wenig Zeit. Ich bin viel mit Aufzeichnung beschäftigt. Hier, da ist noch ein Feld. Da können wir nachher auch Ballen stapeln. Stapeln und abfahren. Hier liegen auch Ballen. Die Dinger, die werde ich aber, glaube ich, verkaufen. So, hier muss ich wieder rüber. Muss vom Gas Tempomat. Tempomat haben. Mann. So. Ich glaube, das ist eine mit von den längsten und weitesten Strecken überhaupt. Hier kommen wir gleich auch, glaube ich, an unserem Feld vorbei, wo wir am Dressen sind. Glaube ich. Weiß ich auch nicht. Mal gucken, ob wir was sehen können. Gleich kommt, hier kommt. Hier kommt das Feld. Hier, da. Sehen wir was? Sehen wir was? Ne, wir sehen nichts. Nachher vielleicht, wenn wir am Ende, wenn wir abbiegen. Ich darf bloß nicht die Übersicht dabei verlieren. So, hier geht's Richtung 116. Da können wir jetzt was sehen. Wo ist er? Ne, können wir nicht sehen. Wir sind gerade auf der anderen Seite, ne? So ein Pech aber auch. Hier, lass uns mal F stoppen. Ich will mal irgendwas gucken. Stopp. Stopp. Halt.
Hier, seht ihr, der Big Baller ist auch gut dabei hier. Ach, der New Holland, der fängt gerade das wieder an. Der hat gerade es abgetankt. Dann lass es. Ich wollte ihm gucken, wie der abtankt. Aber das lassen wir dann auch mal. Aber jetzt fängt es an zu stocken, ne? Ich glaube, noch mehr Geräte am Arbeiten kriegen wäre jetzt auch schlimm genug, ne? Nee, aber gucken wir mal. Weiß ich auch noch nicht. So, hier ist Nummer 116. Stopp, stopp, stopp. Aber wir können erstmal wollen wir mal gucken, wo er am Arbeiten ist. Genau, machen wir mal. Ich liebe es, hier anderen Leuten bei der Arbeit zu tun. Hier, da fährt er. Und er legt ein super Tempo vor. Fleißig, fleißig. Machen weiter so. Dann fahre ich ja jetzt mal im Abfahrtkurs ein. Zu meiner Silage am Hof. So, das mache ich einfach auch mal hier. Stopp. So. Kurs aufzeichnen beginnen. Und dann brummen wir mal los. Ich darf mich jetzt bloß nicht verfahren. Ich versuche hier mal mit Tempomat zu fahren, genau. So. Muss ich bloß ein bisschen vernünftig fahren. Keine Schlenker und so ein Scheiß. Aber ich glaube, das geht besser in der Innenansicht, ne? Oh, ja, oh, wesentlich besser in der Innenansicht. Meine Reifen blockieren vorne, oder drehen die? Ah, die drehen sich ab. Gut ist ja immer beim Kursanfallen auf dem Rückweg, kann man sich nicht verfahren. Das finde ich ja immer stark. Weil man dann ja diese Punkte hat. Hier, wenn man langsamer wird, dann geht's wieder. War wie früher, wo man diese Filme noch mit der Hand gedreht hat. Wo das Drehen wirklich noch Drehen war. So, hier gibt's links. Aber hier auch mal schön sauber abbiegen. Wenn man das dann sauber nennen kann. Und wieder Gas. Schön rechts bleiben. Vielleicht klappt das ja mit zwei. Ah ne, muss ich mal gucken, ob ich noch einen zweiten Ladewagen. Ich hätte ja noch einen zweiten Ladewagen zur Verfügung. So ist es ja nicht, ne?
Ach man, ich muss mich mal ein bisschen lockern. Ich sitze hier im Moment. Ich sitze hier verkrampft auf dem Stuhl. Das Gute an der Sache ist, wenn man das, die Strecke erstmal drin hat, das bleibt ja so. Ne? Das ist ja das Gute an der Sache. Man braucht die ja nie wieder einfahren. Beim zweiten Mal ist alles einfacher. Straße. Schön so wurde die Kurve. Und den Tempomat wieder rein. Tempomat war 3. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, die Silage ist. Ah, den mache ich einmal mittig drüber. Das walzen wir dann. Da hinten ist unser Hof in sich. Hurra. So, jetzt muss ich mir genau überlegen, wo ich denn jetzt lang fahre. So, jetzt fahre ich hier rein. Stopp, stopp, langsam haben. So, jetzt fahre ich hier so rein auf den Hof, genau. Und dann fahre ich einfach mal hier lang. Hier. Genau. Und hier ist ja jetzt dieses Signal. Da fahre ich jetzt einfach mal mittig über diese Lage. Genau. Hier lang. So, dann fahre ich hier wieder lang. Oh, da wird jemand behindert oder was? Ja, und dann mache ich mich hier auf den Rückweg, genau. Ja, und wenn ihr euch jetzt wieder fragt, was macht Ham als nächstes oder oh Gott, Ham, was hast du da denn wieder gemacht? Dann schaut doch bitte den nächsten Teil an. Ich fahre diese Strecke hier jetzt noch zu Ende. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil. Bis dann, Winke. Oh, jetzt muss ich mal den Fuß vom Gas nehmen und abschalten.